Hallo, liebe Internetfreunde, und wir sind nackig. Nackig. Und jetzt achtet hier oben auf, bleibt mal stehen. Ja. Da oben steht's, der Waliser. Genau. Schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag, Herr Kasa. Ich spiele nicht mehr mit Welkai. Nee, der, kannst du vergessen. Nein, Spaß. Es ist natürlich der alte Welkai, den es nicht mehr gibt. Es ist jetzt der Waliser oder für euch Well. Well, ja, einfach Well. Well ist super. Einfach Well. Guck mal. Natürlich. Oh nee, lass uns hier bleiben. Hat er sie entdeckt? Die Kristalle, weil Dark Sidewalken hat gesagt, die bringen massig viel XP und unheimlich viel Kohle, wenn du die vertickst. Dann lass uns doch in das Haus da drüben gehen. Aha. Also ihr hört, wir haben neu angefangen. Warum haben wir neu angefangen? Ihr seht es auch, die... oh nee, oder? Weil ich es angenuffelt habe, kriege ich jetzt das Nest nicht. Oh, das ist doch... Okay. Wieso also, nuffelst warum? Du auch alles an? Das war ein Versehen. Ja. Wir haben neu gestartet, weil ihr seht, allein schon wegen solchen Sachen, dieses Vieh da. Welches Vieh? Es gibt noch. Ach, das Vieh! Das habe ich noch gar nicht gesehen. Sag doch was. Ich sag doch was. Was ist denn das für ein Nasenbär? Tut der weh? Ich gehe mal wieder zur Seite. Es gibt neue Monster und natürlich sollte man diese Version jetzt benutzen, die wir auch haben, weil. Stell eine Bettrolle her. Stell eine Bettrolle her. Weil es gibt neue POIs und auch mit dem Drachen sollte man. Ach, das verdammte Vieh rennt mir hinterher. Verdammt. Ja, hinter mir ist ein Pilz her. Stell eine Bettrolle her, wenn du kannst, noch im Laufen. Ich habe gar nicht die Zeit. Würde ja gern. Wo ist der Spendenlink? Wie, kannst du die Frage ein bisschen ausformulieren? So. Meinst du fürs Charity-Event oder? Also deswegen war ein Neustart notwendig und deswegen haben wir ihn auch gemacht. Wir werden uns aus dem Crafting-Menü dann... Oh, da ist so ein Vieh mit Flügeln. Irgend so ein dreiköpfiges... Okay. Ja, also Ella, wir werden Neustart mit dem Waliser und dem Asshat zusammen und ja... Ist das so? Ich bin ein bisschen laut. Die haben letztens alle gerufen, ich soll mich viel lauter machen. Ich hielt das auch für keine so gute Idee, obwohl, dass ich mich lauter mache. Hier sind noch mehr von den Viechern. Dann kannst du natürlich mal übersteuern. Hier, das Biom sieht gefährlich aus hier. Ja, aber hier ist Wasser. Hier ist schon eigentlich cool. Oh Gott, Alien ist hinter mir her. Mhm, kenne ich sowas. Ah, ich habe eine Kampfaxt gefunden, ich habe einen Morgenstern. Also, wenn du zu mir kommst, könnte ich mit Waffen ausstatten. Nein? Für das Charity. Und bist du immer noch ein böses Mädchen? Lagata ist sie. Hier wird, glaube ich, regelmäßig ein Infolink gepostet. Sonst suche ich dir den gerne nachher mal zwischen zwei Aufnahmen raus, den Spendenlink. Aber es wird jetzt auch nicht im Stream eingeblendet, ne? Also wenn du möchtest, dass es im Stream eingeblendet wird, du musst halt bis zum 5.10. warten. Weil dann ist unser Livestream-Event für das Spenden-Event. Aber du kannst natürlich vorher spenden und das wird dort auch auf der Webseite zu sehen sein, wenn du das denn möchtest, dass man das da sieht. Ja, in dem Biom anzufangen ist, glaube ich, schon härter, ne? Bisschen Challenge, ja. Bisschen Challenge, glaube ich auch. Stone Axe. Morgenstern könnte... Craft. Alter. Hobby, und ich kriege keine Ressource raus. Oh, Dreck. Wo, aus was kriegst du keine Ressource raus? Ich habe mit Morgenstern einen Ressourcenstein runtergeprügelt. Hier 5 Schläge, da war die erste Stufe weg und ich habe keinen einzigen Stein bekommen. Ja, das ist ja auch keine. Der Cheat. Das ist ja auch eine Waffe und keine. Ja, ja, der kein Werkzeug. Besser. Hm, alles klar. Ja. Also mir war das klar. Ah, dir war das klar. Hm. Ja. Okay, das wusste ich ja nicht. Das hast du klar. Gefunden oder bist du da schon im ich bin hier bei den Häusern, da wo wir ursprünglich. Nein, hast du den gefunden oder cheatest du hier schon Waffen oder nee, sowas? Nee, das habe ich gefunden. Okay, alles klar. Klingt, als ob du mir nicht glaubst. Es gibt ein arkanes Rad. Omni-Extract. Sieht ja lustig aus. Also klopfen wir den Stein weg. Blackbird, hi, grüß dich.
Aber ich glaube, ich mache dich mal ein bisschen leiser. Du bist mir gerade ein bisschen laut, glaube ich. Und nicht nur auf YouTube, sonst würde ich mich ja spoilern. Hi. Grüß dich, mein Lieber. Schön. So, mir fehlt noch ein Steinchen, dann kann es so endlich losgehen. Ja. Where? So, er will eine Axt machen. Eigentlich, na gut, machen wir die Reihenfolge so. Eigentlich wollte ich mir jetzt diese ganzen Ressourcen schon aus dem Dings holen. Warum mache ich es eigentlich nicht? Da kommt ja mal näher, der Typ da vorne. Werde ich gleich nochmal drüber nachdenken, warum ich das nicht mache. Beziehungsweise, ob ich es mal machen sollte. Okay, interessant. Würde der ein Long läuft überall? Ich mache mal ein neues Foto hier. Gather small stones. Ach du Scheiße! Oh Gott. Hier sind ganz, ganz fiese Viecher. Bist du denn überhaupt schon... Such mal ein Haus oder sowas. Ich flüchte gerade vor den Wenn du Häusern. Wissen möchtest, warum ich den Namen geändert habe, guck den Stream eben von Anfang an. Oder guck das Infovideo auf YouTube. Ich habe es zweimal groß erklärt irgendwo. Also ich sag's vielleicht gerne nachher nochmal, aber Kurzform ist, ich wollte das TV weg haben. So. Und ich fand den Namen nie so richtig geil. Hab bisher jede Folge gesehen. Ja, dann Glückwunsch. Jetzt ist hier sozusagen wieder Neuanfang. Wo ist denn der Well eigentlich da hinten? Da habe ich was gehört, was mir gar nicht gefällt. Okay, also. Was ich machen wollte, steigst gerade ins Debug-Menü. Weg mit dem. Ach nur, das geht schon wieder so nicht. Was haben sie mit dieser Version geändert? Mit dieser Version gar nichts. Wir hatten noch eine veraltete Version und in dieser, die wir jetzt hier drauf haben, ist dann aber auch wenigstens die Drachen-Eye-Quest sauber drin. Sonst hätten wir gar nicht den Flugdrachen uns zähmen können. Das haben wir aber auch erst später erfahren. So, und das ist der Grund, warum wir jetzt neu gestartet haben. Ich kann Speer machen, Spear, Stone Spear. Da fehlt mir irgendwas zu. Was fehlt mir denn da? Sticks. Wer hechelt denn da so? Ich werde hier gejagt, verfolgt und... Ach komm, du stehst da ganz relaxed vor unserem Haus. Alter! Ich sehe das doch. Echt? Ich werde verfolgt, da ist irgendwas Kleines, hilf mir! Verdammt, Asrak. Ey, es ist gewachsen, es ist größer geworden. Nur nicht atmen. Keinen Pups lassen. Wieso läuft er jetzt nicht an dir vor? Weil ich nicht atme und keinen Pups lasse. Oh Gott, ich bring noch einen Oger und einen Pilz mit. Hau doch ab mit deinen Viechern. Und ein Wolf. Scheiße, ich muss hier weg. Komm hier runter zu dem Haus. Hier ist weniger los. Ich hab keine Ahnung, wo... Ach du Scheiße, hier ist noch so ein geflügelter Richtung Westen, Kopf, Westen, Drache. Westen, Westen, Westen. Durchsage ist Richtung Westen. Ja, ist zu spät. Ich muss Wolf jetzt... Wolf am Sack, okay. Wolf ist jetzt bei dir, dann bin ich beruhigt. Der Wolf ist jetzt weg vom Fenster. So ein Sack. Ah, leg den an. Mit dem Decker besser? Ich teste mal gerade. Wir sind ja eh jetzt am... Ja, warum nicht? Das so Decker ist Pilz. Das bessere Messer. Ja, ich kann jetzt unmöglich mehr zu dir kommen. Hier ist... Die ganze Straße ist blockiert. Okay. Ich muss ganz woanders hin jetzt. Das landet wieder im Best-of. Echt jetzt? Oh Mann, okay. Ich blute? Ne, ist rum. Alles gut. Oh, da ist immer noch ein Wolf. Okay, erstmal jetzt wir hecheln jetzt erstmal die Questen durch. Jetzt zack, zack, zack. Hast du mal rausbekommen, aus welchen Pflanzen ich hier Stickies kriege? Weil ich brauche jetzt Stickies, sonst kann ich nichts craften. Normalerweise kriegst du die aus den anderen Büschen, ja? Aber ja, genau. Die sind hier nicht in diesem Biom, die Büsche. Echt jetzt? Ne, die gibt's hier nicht. Diese vertrockneten Hölzer gibt's hier nicht. Moment. Ich habe nämlich keine Idee, wo ich die Äxte rauskriegen kann. Weil ich habe keine Waffen. Ich kriege auch keine so. Hatte ich doch, da ist sie. Ich habe Stickies gerade. Ja doch, die gibt's hier. Du musst nur gucken. Also sie sind da. Ja, danke, dass du mir verraten hast, aus welcher Pflanze du dir das geholt hast. Ist ein schon wieder Sachen diese, diese ganz normal, diese kleinen verdorrten Dinger da. Es gibt hier keine verdorrten Dinger. Die weißen Dinger, das ist Plant Fibers. Nee, nicht die weißen.
Das ist der Blendfiber. Nee. Ja, dann erzähl mir doch einfach, wie die aussieht. Farbe, Größe, Form, Optik. Diese kleinen, einfach schwarzen, verdorrten Bäumchen da. Diese ganz kleinen. Habe ich hier nicht einen. Gut, dann hast du keinen, aber sie sind da. Guck mal, wo ich hier welche sehe. Ansonsten fällt ein Baum. Da müssten auch welche rauskommen, theoretisch. Ich mach mal den Test. Ich bin momentan erstmal auf der Dauerflucht. Ja, da kommen Stickies auch raus. Einen ganz normalen Baum fällen, dann kriegst du welche. Warum kriege ich keinen Blendfiber, Pens und sonst... Ach so, wir, okay. Ja, mit der Steinaxt kommen da welche raus, ja? Ja. So, Spear. Jetzt kann ich mir wenigstens meine erste Billigwaffe herstellen. Ich bin sonst hier nur auf der Flucht momentan. Komm, ja, dann komm zu mir, ich gebe dir eine. Ich komme nicht zu dir, das ist zu weit weg. Ich schaff's da nicht rüber gerade. Ich bin jetzt irgendwo am Arsch der Welt. Nö, ich bin jetzt hier halbwegs sicher und besorge mir erstmal Ressourcen. Wir sehen uns in einer Viertelstunde oder sowas. Wenn du deine gefundene Axt nicht hättest, hättest du genau dieselben Probleme wie ich. Okay, ich muss hier auch wieder weg, weil hier läuft ein Alien rum. So, jetzt laufen wir erstmal zur Welt, damit wir zusammen unterwegs sind. Und dann kann ich ihm auch eine Waffe geben. Geh jetzt in dieses Haus hier rein. Das ist wahrscheinlich bewohnt. Ja, genau. Aber das, ich würde sagen, dann machen wir das ja leer, das Haus. Wo ist denn der da reingegangen? Ich sehe gar keinen. Ich bin in den Eingang reingegangen. Also so ein Haus hat ja eine Tür. Das ist ganz cool, wenn man da durchgeht, dann ist man drin. So. Hab ihn. So, pass auf. Ich werfe dir jetzt erstmal was hin. Mhm. Hier eine Big Battle Axe. Nimm die mal. Du hast zwei Äxte gefunden? Nein, ich habe einen Morgenstern. Okay. Jetzt noch. So, 41 Leben. In Ordnung. Rob, Standbild. Wow, krass. Denk an deine Heilung. Du siehst schon ein bisschen mau aus. Ich habe keine. Doch, eine Heilbandage habe ich hier. Genau. Mhm. Ja, die sollte ich jetzt auch mal benutzen eben. Okay, dann machen wir erstmal das Haus frei. Das ist ja eigentlich dasselbe wie das, was wir hatten. Okay. Ja, ich finde das Haus ja auch nicht so falsch. Ne? Ach so, ich verstehe. Wir können auch ein anderes nehmen. Aber das ist gerade hier und ist ja das Biom. Vorsicht, da oben kommt was runter. Ja, schade. Wenn du mich blockierst, kann ich nicht abhauen. Ne? Dann komm jetzt bitte nach oben mit. Ich habe gerade Gegner. Hab meine Heilung ja richtig viel gebracht, was? Jetzt bin ich auf 28 runter. Ich bin auf 16 und habe eine Blutung. Moment. Ja, die Blutungen, die tun ja nicht weh, das wissen wir ja. Ja, das ist auch noch eine Sache, die mir dringend zur nächsten Version ändern muss. Blutungen müssen wieder Leben abziehen. So, das Haus ist frei. Oben links steht es, was steht links oben? Die Tür zu und ihr seht, sie geht ganz langsam auf und zu. Gerade 25 Euro rausgehauen und keine Benachrichtigung. Was? Ach doch, da. Dankeschön. Habe ich nicht gehört. Ach, müsste aber eine Benachrichtigung gekommen sein. Vielen lieben Dank. Jetzt habe ich eine Anschlussfrage. Church, danke für die 25 Euro fürs Charity. Bitte spende mir nicht das Geld, spende es auf der Charity-Seite. Ich werde dir das über PayPal, ich werde dir das über PayPal zurücküberweisen. Weil es ist nicht für mich, es ist für Charity-Event, nicht auf gar keinen Fall mir privat irgendwie Geld zu stecken. Auf gar keinen Fall. Ich werde dir das zwischendurch in der Pause über PayPal zurückschicken. Wenn es für Charity-Event ist, ausschließlich auf der Better Place-Seite niemandem privat Geld geben. Ganz wichtig. Nehme ich dann auch nicht an, ich schicke es dir auch zurück. Irgendwie so. Bist du in der Nähe des Bettes, damit du geheilt wirst? Deshalb habe ich dir auch gesagt, ja, jetzt bin ich auf dem Bett. Deshalb habe ich dir auch gesagt, wenn du möchtest, dass es im Stream angezeigt wird, musst du bis zum 5.10. warten. Das jetzt wäre mein Geld irgendwo. Wie gesagt, ich schicke es dir gleich zurück zwischen den Aufnahmen. Death Counter, ja, Moment. Auf gar keinen Fall so machen. Und ich werde an dem Abend auch meinen privaten Spendenlink komplett deaktivieren, dass mir auch keiner Geld geben kann irgendwie so. Aber es ist heute nicht das Charity-Event. Links oben ist lediglich die Information, wann das Charity-Event stattfindet irgendwie so. So, null mal gestorben. Alles klar. Stimmt.
Jetzt heilen wir uns kurz. Aber wir bedanken uns trotzdem schon mal voraus, also vor 25 Euro fürs Charity-Event zu spenden. Und, Dankeschön. Danke schon aber ich an die, die schon längst zurück. Gespendet haben. Es ist schon ein bisschen was auf dem Konto. Das ist eine tolle Sache, dass jetzt schon was reingekommen ist. Super, super geil. Ja. Vielen lieben Dank dafür, ihr Lieben. Und das mache ich mal, ohne jetzt seinen Namen zu nennen. Das werden wir jetzt später zum, ich verspreche es, zum Event selber, werden wir das nochmal vorlesen. Die Leute, die schon was eingezahlt haben, die werden auch ernannt. Also die gehen sozusagen nicht unter oder werden sozusagen in die Ecke, sondern das wird vorgelesen. So, ich brauche Plan-Fiber. So, jetzt wollte ich eigentlich in das Crafting-Menü. Sorry, dass ich das eben so mit Nachdruck gesagt habe, aber wir haben einen... erheblichen Aufwand von mehreren hundert Arbeitsstunden allein durch die Umstellung auf Better Place und die haben wir nicht grundlos gemacht. Und redend hierfür ist der Waliser, das muss man auch mal sagen, der sich hier unglaublich ins Zeug wirft, das muss ich an dieser Stelle mal ganz lobend erwähnen und sich hier den Popo aufreißt, damit das alles funktioniert. Nochmal an dieser Stelle, Dankeschön, mein Lieber. Ja, abwarten, ob es da wirklich funktioniert. So, das Ding, wir brauchen noch Plan B. Ja, ich auch. Oh, hier steckt einer fest. Das Bild links oben ein bisschen nach unten verschieben, kann ich machen, wenn ich es überlebe. Aber da ist nur der Happy-Balken von Astrid zu sehen. Ne? So. Aber okay, habe ich ein bisschen nach unten geschoben. Oh, ich habe eine Blutung, es tut so weh, aber... Oh, gibt es denn hier nicht irgendwo einen Stein? Ich nehme so, da kann ich mal ein bisschen was reintun. Gehen wir mal an. Oh Gott, das ist ja gar kein Baum, das ist ja ein Pilz. Der ist ja riesig. Nachher schlägt der Pilz noch zurück oder sowas. Repair. Ich habe da ein Geräusch gehört. Ne? So, also aber sofern wir uns hier in dem Haus erstmal einquartiert haben, können wir dann nachts mit der gerne mit der Questa, mit der Standardquest loslegen und dann werden wir sehen, dass wir dann möglichst schnell Anschluss, also heute Abend noch dran kriegen, ne, an das, was wir letztes Mal uns erarbeitet haben. Klingt. Fetzi. Ja, neuer Name. Ich wollte das Quai und das TV loswerden. Und nur Well geht nicht. Ja, genau, Nino sagt es. In Anonymous Shira. Devil, hi, schönen guten Abend. Sind aber keine Schäser. Ich brauche Stone Knife. Oh Gott. Ich werde immer unhöflicher hier. Mimaus, danke für die 500 Bits. Wieso sehe ich das denn nicht? Wieso kriege ich denn sowas nicht mit? Ist ja unglaublich. Sekunde. Ich muss mal eben lauter machen. Ich entschuldige mich dafür. Dankeschön. Und Rike, ich sag mal nichts zu. Ist schon so Wahnsinn. Danke für die tolle Leitung. Rike, danke für die 26 Monate. Und danke, dass du überhaupt immer dabei bist. Und hier auch sehr viel Zeit opferst. Qual TV war gestern, genau. Ich setze mal einen Claim-Block ins Haus, wenn es recht ist. Oder? Könnten wir machen. Wer bräuchte einen Horrorturm, wenn ich bei mir komme? Ich hatte ja meinen 7 Days die Hunde halt und alles drin. Dann brauche ich immer noch meinen Bedroll. Oh Mann, dieser doofe Pilz da vorne. Der belagert den Karren. Hm. Siehst du irgendwo einen Stein? Wie viel Loot habt ihr an? 100% normal Loot. 100% ganz normal. Also es sind alles Standardeinstellungen, die wir hier haben. Astra, kannst du mal zu mir kommen? Ich habe einen Alien an mir. Ich komme. Vielleicht kriege ich das auch alleine down. Ich komme. Warte mal, ich krieg das Alien hatte nicht so viel Leben, ne? Oder? Wir hauen zu zweit drauf. Ach, das hat nur 120 Leben, alles klar. Wow. Was war das denn? Nicht schon wieder, och Mann, ey. Ach, sag mal, du hast mich jetzt nicht schon wieder gekillt, ne? Es ist zum Kannst du mal bitte irgendwie aufpassen, dass du deinen Mitspieler nicht ständig umbringst irgendwie? Ja, also, das versuche ich ja. Irgendwann nervt's. Ist jetzt echt nicht böse gemeint, aber irgendwann nervt es wirklich. Das ist ja keine Absicht. Ja, du, aus reiner Nachlässigkeit nervt es genauso. Oh mein Gott. Kannst du meinen Rucksack mal einsammeln ins Haus bringen? Kann ich machen. Weil ich bin jetzt am Arsch der Welt gespawnt, logischerweise, ne? Okay. Also, nächstes Mal mache ich. Du, dann sterbe ich lieber alleine an so einem Alien, als dass du mich killst. Irgendwo so. Echt so.
Was soll ich dazu sagen? Hiermit kündigen wir die Risikolebensversicherung. Ja, es muss halt irgendwann aufhören. Drück jetzt nicht R, damit das nicht mit meinem vermischt wird. Damit es authentisch seins bleibt. Okay, das Alien hat 600 HP. Ja. Und dann ist hier noch ein Pilz. Ich werde es gar nicht lebend zurückschaffen. Ich werde jetzt wahrscheinlich dauersterben. Da bist du irgendwo gelaufen. Ich habe jetzt keine Idee, wo unser Haus ist. Da, wo ich bin. Ja, kann ich jetzt nicht hingehen. Hinter mir sind Sachen. Ich habe jetzt 10 Mobs hinter mir herlaufen. Es ist zum Kotzen, ey. Da ist mein Bedroll. Gleich, ich guck gleich. Jetzt gehe ich erstmal zu L. Da ist er. Lauf mal zu mir. In meine Richtung. Du hast ein Alien hinter dir. Lauf mal zu mir. An mir vorbei. An mir vorbei. Da ist es doch schon. Ja, ich halte mich jetzt aber mal dran, 20 Meter von dir entfernt auf, irgendwo so. Okay. So. Stone Arrowhead. Und einen Bogen. Bow. Das ist schön. Wenn du fertig bist mit deiner Quest, kannst du mir dann mal sagen, wo unser Haus ist, ne? Das wäre gut. Ja. Weil ich kann nicht sonst nicht weitermachen, ne? Hier, direkt hier, wo ich bin. Dieses Haus ist es. Okay. Dann müsstest du da noch einen Bedroll reinhauen. Ja, die kann ich mir nur Sachen schwierig herstellen, wenn 15 Leute hinter mir her sind und ich nur durch die Gegend renne. So. Ich bin echt angefressen. Ein Pilz ist da. Ja, den darfst du machen. Ich halte Abstand von dir. Ach, du liebe Zeit. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh. Oh. Ja. Der Pilz macht einen fertig. Mhm. Keine Ausdauer. Ach, Ayuta, alles gut. Ein Berner, guten Abend. Ich vermute, dass Axta heimlich für das nächste HCE-Event übt. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Übst du da schon? Der Vorteil ist, ich habe hier noch mein... Wo ist der Pilz hin? Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht im Haus. Spischi! Nicht lachen! Der Pilz ist jetzt... Okay, das ist interessant. Wenn der Pilz dich frisst, stirbt er damit auch. Echt? Der hat sich so, der war auf meine Leiche, hat sich so zusammengekringelt, dann ist er noch dieser Kopf. Hat er eine Blutung oder so durch deinen Morgenstern? Ja, aber dann müsste er sofort nach mir gestorben sein. Der Smaragdwald gefällt mir echt wirklich. Ja, der sieht gut aus, aber er ist schon echt gefährlich. Also hier zu starten ist nicht so das Coolste, aber das war jetzt ja die reine Geldgier, weil diese Kristalle, die sollen unheimlich gut zum Leveln auch sein und ja. Und da wir ein wenig, nein, wir sind nicht geldgierig, kann man so nicht sagen. Ich suche immer noch jetzt Ressourcensteine. Hast du deinen Schlafsack schon legen können? Ja, aber ich habe alles andere, mein Inventar ist noch irgendwo im Haus. Ich suche gerade Ressourcensteine. Okay. Ich brauche Steine, sonst kann ich nicht weitermachen. Okay. Ah, hier ist endlich einer. Wenigstens funktioniert das auf der Map noch, die Anzeige. So, und jetzt brauche ich einen Stone Hammer. Weil ich habe jetzt eben 10 Minuten lang Steine gesucht durch die Gegendrennung und keinen gefunden. Ja, Steine am Anfang ist auch für mich ein bisschen Problem gewesen. Gatherwood. Und da ist auch der letzte Stein für raufgegangen für den Hammer. Das heißt, ich brauche jetzt auch erstmal Steine. Eigentlich wollten wir uns das aus dem Crafting-Menü holen, ne? Nee, Steine nicht und so. Also doch nicht Steine für die ersten Sachen. Ja, na klar, alles andere. Ja, aber doch nicht für die Steinachse und den Bogen oder sowas.
Ach, ich sehe schon. Forge, wir holen uns wahrscheinlich gar nichts aus. Forge, Sägewerk, die Bücherei, die 25.000 Papier, die wir brauchen werden, um die ganzen Quests dafür zu machen. So, den Krams doch irgendwie. Oder? Ja, was machen wir? Wenn du möchtest, kannst du dir auch Stein, Axt, Steinhammer, hol dir alles aus dem Kreativmenü, aber. Nee, ich du musst es so, ja craften. Du musst es ja craften, siehst du? Ist ja der Punkt. Genau. Oh, schon fast 25 Minuten. Wollen aber wir so das, immer so 25 Minuten anpeilen? Ja, oder? Das können wir versuchen, wenn wir mal dran denken. Haben wir dran gedacht. Jetzt, wo du dran gedacht hast, können wir das gerne machen. Weil ich berechne jetzt auch noch ein bisschen Gebabbel mit ein und dann sind wir nämlich bei 25. Hier, wo ich bin, kriegst du sehr gut Steine. Hier sind nämlich diese Ressourcensteine nicht, aber diese Bausteine, die geben auch immer viel. Ja, okay. Nee, gut, okay. Nur so als Erinnerung. Ja. Ich habe Gather Wood, 1 von 8. Wie kriegt man denn nochmal das normale Wood? Das normale Wood? Du musst einen Baumstamm, den Baumstamm auf den Boden legen und den dann zerkloppen. Da kriegst du Woodlocks, aber kein... Genau, okay. Und dann den Woodlock auf den Boden und dann die zerkloppen. Hast du recht. Genau, mache ich gerade. Das ist der Werdegang. So, jetzt kann ich mich überhaupt erstmal Pfeile anfangen herzustellen, weißt du? Und dann würde ich sagen, wir haben einen schweren Start gehabt, sind beide auch schon gestorben, aber der Start ist da und mit der Reparatur dieses Steinhammers hätte ich gesagt, wir verabschieden uns in einer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt werden wir natürlich ein bisschen Gas geben, dass wir sozusagen rankommen. Wir werden die Nacht nutzen und da in der Nacht sicherlich ein bisschen Gas geben, dass wir dass auf jeden am nächsten Fall. Tag die Welt schon ein bisschen besser aussieht. Wo ist mein Ressourcenstein hin? Da, okay, ist gut. Jo, dann gucken wir mal. Ich denke mal, in 2-3 Folgen haben wir da unseren Rückschritt aufgeholt. Ach, das wird schon. Okidoki. Ihr Lieben, bis denn. Tschüss. Tschüss.